Wie ich hier so eine einfache Kerzenbox erstelle, das hier ist der Aufteiler für in die Mitte drin. Das sind zwei Kerzen. Das hier ist wie so eine Schiebebox. Das wird nach außen wie so eine Streichholzschachtel, die man reinschiebt. Das hier ist mit einem Fenster. Das ist das gleiche ohne Fenster. Ja, wie man das dann so aufmacht. Das hier ist eine Aufteilung. Und das Teil hier ist, wenn man die Schachtel offen lassen möchte und nur hier in der Mitte was drauf tun möchte. Das hier ist das hier, wie die aussieht hier mit dem Fenster. Und hier auch. Ich habe im Moment keine großen Kerzen hier. Das ist jetzt eine, die hat hier einen Durchmesser von 1 cm und die Höhe von hier bis hier ist 9,4 cm. Jetzt möchte ich zwei Stück in die einen Schachtel tun. Also ziehe ich jetzt mit dem Selectstudio, ziehe ich jetzt erstmal hier ein Viereck und mache jetzt die Weite 2,2 cm. Also ich mache hier jeweils 1 mm, gebe ich hier zu. Also die Weite 2,2 mm. 2,2 und die Höhe 9,4. So, da würden jetzt die zwei reinpassen. Gut, jetzt mal so bearbeitet, dass die Kerze jetzt genau auf dieser Größe ist. Jetzt habe ich hier ein minimal Luft zwischen und so passt jetzt hier genau rein. Ich habe die Höhe jetzt noch 1 mm größer gemacht, damit hier minimal Luft zwischen ist. Das muss man jetzt ausprobieren. So wäre das jetzt erstmal der Boden. Jetzt gehe ich hin und dupliziere nach rechts und mache die auf 1 cm oder auf 1,1 cm. 1,1. Muss jetzt auf jede Seite hier. Tue ich jetzt hier erstmal eine Mitte, mache die nach rechts und gehe jetzt hier hin und tue die jetzt auf hier rechts duplizieren. Die tue ich jetzt nach links. Und auf links duplizieren. Die kann ich jetzt nehmen. Mache ich jetzt die Höhe auch wie hier 1,1 cm. Höhe 1,1. Und die Breite, die hier ist, 2,2. 2,2. Jetzt mache ich die erstmal rechtsbündig und nach oben. Und die schiebe ich jetzt auch nach oben, so dass sie genau hier dran liegt. Und die hier schiebe ich jetzt nach unten, mache die unten bündig und hier auch wieder nach unten. Das kann jetzt weg. Die Teile hier, die ziehen ja etwas nach hier. Die mache ich jetzt nach oben bündig, damit die hier genau sind. Was ich auch machen könnte, ich könnte hier mit der Designer-Edition, könnte ich das genau hier machen, dass ich die hier dran lasse. Aber ich zeige das jetzt ohne Designer-Edition. Und jetzt gehe ich hin, hier mache ich jetzt nochmal rechts runter. Schiebt das noch etwas bis hier, so circa 5-6 mm. Doppelklick. Und gehe mit den Pfeiltasten, gehe ich ein bisschen nach unten und hier mit den Pfeiltasten ein bisschen nach oben. So, und jetzt gehe ich hier hin. Ich brauche das auf diese Seite auch, weil das ist die Klebelasche. Gehe ich jetzt auch hin und spiegel das jetzt. Markiere das und gehe rechtsbündig und tue es jetzt rechts duplizieren. So, das jetzt gruppieren. Jetzt könnte ich
das weglassen. Sonst muss ich das oben auch machen. Das gehe ich jetzt, tue ich jetzt nach unten spiegeln, pack das an. Und das hier, das nach unten und das hier auch nach unten duplizieren. Und das kann jetzt auch weg. Jetzt hätte ich soweit die Schachtel fertig. Jetzt muss ich natürlich die Linien noch verbinden. Ich erstelle jetzt hier einen verknüpften Pfad. Doppelklick und markiere jetzt hier die Linien, wo sich immer die Teile verbinden und Pfad aufheben. Verknüpften Pfad lösen und hier die doppelten Linien entferne ich jetzt. Das sind jetzt die doppelten Linien, wo sich immer die Vierecke berührt haben. So, jetzt kann ich hier die Linien, stelle ich einen verknüpften Pfad und verbinde die Punkte. Die brauche ich nicht unbedingt zu verbinden, aber das ist für mich besser. Die zwei, das sind jetzt eben die Falzlinien. Verknüpften Pfad erstellen. Ich gebe denen jetzt mal eine andere Farbe. Und hier bekommen die natürlich auch Falzlinien. Jetzt markiere ich mal alles. Die Falzlinien sind jetzt im Moment weg, weil ich das ja jetzt angehabt habe. Und wenn ich dann hier dran gehe, dann verschwindet das. Löse das wieder und verknüpften Pfad erstellen aus den roten Linien. Die verbinde ich jetzt alle, die roten Linien. Ich kriege jetzt wieder Falzlinien. Und das mache ich zu. Und dann tue ich das in den Hintergrund bekomme. In den Hintergrund und gruppieren. Das wäre jetzt die Schachtel, wo jetzt beide reinpassen. Auch von der Höhe her. Also hier von der Höhe her passen jetzt genau rein. Jetzt gehe ich aber noch hin und mache jetzt noch, teile ich jetzt hier in der Mitte was auf. Jetzt brauche ich hier, mache ich das Innenleben hiervon. Jetzt ist das hier, habe ich 1,1 mm genommen. Jetzt ziehe ich wieder ein Viereck. Die Höhe 9,4, so wie eben das hier ist. Dann nehme ich aber trotzdem einen Millimeter weniger. Also 9,3. Damit ich hier nachher ein kleines minimal Luft habe, wenn ich das jetzt zwischenstelle. Also ich muss jetzt hier erstmal einmal die Breite stellen von der Kerze. Dann einmal die Höhe, aber auch 1 mm weniger, 1-2 mm. Und dann einmal wieder runter und dann die Seite hier. Also brauche ich das hier dann viermal. Statt 1,1 nehme ich jetzt 1 cm. So, und das nehme ich jetzt viermal. Gehe jetzt hier auf Replizieren. Verknüpfen, Pfad erstellen. Pfad aufheben, verknüpfen, Pfad lösen. Mit gehaltener Großschreibtaste. Verknüpften Pfad erstellen. Das und das verbinde ich. Das sind jetzt die einzelnen Linien, die hier doppelt sind. Eben alles hier gruppieren. Und das sind ja jetzt hier oben und unten. Das kann jetzt gelöscht werden. Und das hier sind jetzt die Falzlinien. Gruppieren, das erstmal in den Hintergrund und nochmal alles gruppieren. Wie hier kommt jetzt die eine Kerze drauf, die zwei Teile, das wird jetzt praktisch genommen eine Bergfalte nach oben gefalzt und die wird zusammengeklebt und das wird dann auf die andere Seite. Also einmal die Seite und einmal die Seite.
Auch dann. Und dann passt da die Kerze zwischen. Also eine Schachtel, die ich gemacht hatte. Das Teil ist hier das hier. Das Teil und das Teil ist hier das hier. Und das Teil ist dann hier das hier. Wenn ich jetzt keinen Deckel da haben möchte, ich könnte natürlich auch jetzt hingehen und nur hier in dieser Breite hier ein Teil machen, wo ich das mit einpacke. Ich zeige das noch. Lass es mal duplizieren. Ich hebe jetzt mal hier die Gruppierung auf. Doppelklick. Die hier, das hier, kann ich löschen, die Punkte löschen. Die unten auch. Die Punkte auch löschen. Und hiervon auch. Punkte löschen. Hier auch. Und verknüpfen Pfad lösen, sodass hier die unteren Linien weg sind. Löschen. Weil ich mache jetzt hier wie so eine Streichholzschachtel, wo das hier reinkommt. Jetzt gehe ich hier hin, also 2,2. Ich brauche jetzt noch, das schiebe ich jetzt mal hier rechts rüber. Hier mache ich jetzt noch mal 2,2 draus. Also das ist ja das Seitenteil, das ist das Bodenteil. Hier ist noch ein Seitenteil und hier ist wieder das Bodenteil. Also hier mache ich noch 2,2 draus. 2,2. So, das hat natürlich jetzt hier Luft. Jetzt gehe ich einfach hier hin, mache das hier rechtsbündig, damit das genau an der Kante liegt. Und hier dupliziere ich das hier rüber und mache das nach unten bündig. So, das dupliziere ich jetzt auch noch. Ich brauche hier eine Klebelasche, weil das ja an einer Seite zusammen gemacht wird. Doppelklick, die Punkte können gelöscht werden, zwei Stück, muss nicht, aber Punkt löschen und Punkt löschen. Wie den hier, gehe ich jetzt auch mit den Pfeiltasten ein Stück nach oben. Ich zähle dann ab, ich sag mal 10 Mal, je nachdem, wie eng ich das haben möchte. So, das wäre jetzt meine Klebelasche. Das sind ist jetzt einzeln. Hier mache ich jetzt einen verknüpften Pfad draus. Die kann ich jetzt auch wieder löschen. Punkt löschen und auch Punkt löschen. Nicht löschen, nicht Pfad aufheben, sondern hier den Punkt löschen. Aber hier die 4 hebe ich den Pfad auf, verknüpfen Pfad lösen. Und die können dann auch wieder weg, weil das gibt wieder verknüpften Pfad, das geben wieder die Falzlinien. Jetzt packe ich die an. Mit gehaltener Großschreibtaste kann ich die alle verbinden. Und verknüpften Pfad wieder erstellen. Und hier kann ich dann auch wieder die Punkte verbinden. So, das wäre jetzt meine Schachtel, wie so eine Streichholzschachtel. Und jetzt gruppieren. Nur ich brauche jetzt ein kleines bisschen Luft dazwischen, damit die auch reinpasst. Jetzt halte ich das hier mal drauf und ziehe das minimal weiter, so dass ein kleines bisschen Luft zwischen ist, dass das ja also größer ist, damit die Schachtel nachher hier reingeschoben werden kann. Das wäre jetzt die fertige Schachtel. Was ich jetzt aber auch machen könnte, ich könnte nur hier in der Mitte so eine kleine Schachtel noch drüber machen, dass ich das hier nur in der Mitte drüber verbinde. Dann gehe ich hier hin, das erstmal duplizieren. Ich mache jetzt hier ein, ich könnte das jetzt einfach hier niedriger ziehen, dann wären die Falzlinien aber hier etwas kleiner. So, das ist jetzt nur eben, dass sie dann nicht rausfallen. So würde das dann jetzt hier drauf kommen. Und das hier natürlich dann
geklebt werden. Gruppierung aufheben. Und das hier wieder ein bisschen rauf und runter und wieder gruppieren. Das wäre jetzt nur die kleine Seite. Jetzt möchte ich aber auch noch hier, wenn ich das hier jetzt habe, hier oben ein Fenster drin machen, damit man die Kerzen auch sieht. Jetzt ziehe ich hier einfach hin. Moment mal, die zwei Seiten, das kann weg. Tue ich das hier mal duplizieren. Das ist ja praktisch noch das Schiebeteil und mache hier einen verknüpften Pfad draus. So, ich möchte jetzt hier ein Fenster haben. Vielleicht an der Seite auch Dekopapier, je nachdem, was man möchte. Jetzt mache ich hier ein Offset innen. Je nachdem, wie groß ich das Fenster haben möchte, ich kann natürlich auch hingehen, das noch hier etwas kleiner machen. Das wäre jetzt für rechts und links noch Dekopapier, wie man das, dass das eben hier genau drauf passt. Das hier wäre jetzt ein Fenster. Könnte ich jetzt eine Folie dann hinterkleben? Gruppierung aufheben. Das hier mache ich jetzt falsch. Das kommt nämlich jetzt hier rein. Das kommt ja in dem Teil rein, was reingeschoben wird. Ja, hier gehe ich nämlich jetzt hin. Gruppierung aufheben. Und hier einen verknüpften Pfad lösen. Und die zwei Teile. Die zwei Falzlinien tue ich mir erstmal gruppieren. Und das mache ich jetzt mittig, sodass das genau mittig ist. Jetzt kann ich die Falzlinien wieder verbinden. Verknüpfen, Pfad erstellen. Und wieder Falzlinien machen. So. Und gruppieren. So könnte man das auch machen. Ich habe das hier jetzt mal alles eingefärbt. Ich habe noch hier vergessen, das Teil hier, die Falzlinie nicht. Die müssen gelöst werden. Und hier ist hier dann Verknüpfenpfad erstellen. Wo sind die Falzlinien? Ab in den Hintergrund. Und jetzt kann ich das hier gruppieren. Jetzt gehe ich hin, tue jetzt die Kerzen hier rein. Das Teil würde die Kerzen ja noch etwas teilen. Und das wird ja hier zugeklebt. Und das hier in den Vordergrund. Und so wäre jetzt die Schachtel so ungefähr. Das würde jetzt zu sehen sein. Man kann natürlich das Fenster hier auch etwas größer noch machen. Oder nur etwas kleiner machen. Je nachdem, alles nach Wunsch, was man gerne möchte.